Während dem Corona-Lockdown können viele beliebte Sportarten nicht ausgeübt werden. Punkt. Eine Sportart stellt die perfekte Lockdown-Alternative fit durch den Corona-Lockdown. Kampfsport macht Spaß und hält fit. Punkt. Auch während der Pandemie kann der Sport gut zu Hause betrieben werden. Ein Vorteil ist, dass man die meisten Übungen auch alleine machen kann. Punkt. Kassel Fußball ist wegen Corona derzeit nicht möglich. Joggen ist schon lange nicht mehr spannend und das tausendste Online-Workout wird langsam aber sicher auch zur Gewohnheit. Warum nicht mal etwas Neues versuchen? Kampfsport verspricht auch im Corona-Lockdown ein adrenalingeladenes Training. Sie ist nicht nur abwechslungsreich, sondern hält auch den ganzen Körper fit. Punkt. Kampf den Corona-Rauch. Kampfsport als perfekter Lockdown-Sport. Die meisten Sportarten sind während des Corona-Lockdowns nicht möglich. Entweder müsste man dafür mit zu vielen Menschen Kontakt haben oder die Sportstätten sind aufgrund des Lockdowns. Vorteile von Kampfsport: In einer Stunde werden rund 514 Kcal verbrannt. Punkt. Der ganze Körper wird trainiert. Das Auge wird mitgeschult. Punkt. Die Beweglichkeit wird trainiert. Punkt. Sowohl Kraft als auch Ausdauer werden trainiert. Man kann es alleine und ohne Hilfsmittel trainieren. Punkt. Eine super Alternative zu Fußball und Co. Punkt. Ist Kampfsport. Gerade Boxen oder Kickboxen kann zu Hause auch von Anfängerinnen und Anfängern trainiert werden. Wie bei den meisten Heimsportarten kann das Training natürlich nicht mit einem angeleiteten Kampfsporttraining gleich. Während der Corona-Pandemie bietet sich Kampfsport an, weil er ohne große Anschaffungen zu Hause gemacht. Zudem benötigt man nicht zwingend weitere Trainingspartner. Punkt. Auch die Fettverbrennung kann sich sehen lassen, zeigt TFA-Zipte. Punkt. Kampfsport gegen die Corona-Tristes. Aufwärmen läutet jedes Training ein. Wie bei fast jedem Sport beginnt auch beim Kampfsport ein Training immer mit dem Auge. Zu Beginn kann sich normal aufgewärmt werden, wie beispielsweise vor dem Fußballtraining. Nach dem generellen Aufwärmen sollten noch einige kampfsportspezifische Aufwärmübungen gemacht. Das ist wichtig, um Verletzungen vorzubeugen. Punkt. Um für das bevorstehende Corona-Lockdown-Training die richtigen Übungen zu machen, gibt es im Netz verschieden. Sogar von der Krankenkasse gibt es eine Anleitung zum Aufwärmen vor dem Boxtraining. Punkt. Sowohl zum Aufwärmen als auch zum Konditionstraining kann man zu dem Seil springen. Werblicher Link. Mit Kampfsport durch den Corona-Lockdown. Technik ist das A und O. Bei vielen herrscht wohl noch das Bild des martialischen Thai-Boxers vor, welcher mit purer Gewalt jeden Kampf gewinnt. Das ist jedoch weit von der Realität entfernt. Punkt. Ohne Technik ist gerade im Kampfsport nicht. Wer während dem Corona-Lockdown mit dem Kampfsport anfängt, sollte zu Beginn erstmal die Grundtechniken trainieren. Das ist zu Beginn in erster Linie der richtige Stand, die richtige Deckung und die richtigen. Hierfür finden sich viele Anleitungen im Netz. Punkt. Corona-Lockdown. Auch alleine kann gut auf die richtige Technik geachtet werden. Wenn mit einem Partner trainiert wird, kann gegenseitig auf die richtige Ausführung der Technik geachtet werden. Wer aufgrund des Corona-Lockdowns alleine trainiert, kann Stand, Schläge und Schritte auch gut vor einem Spiegel überprüfen. Hier ist es wichtig, dass man ehrlich zu sich selbst ist. Nur wenn die Grundtechniken beherrscht werden, können die weiterführenden Techniken sauber ausgeführt werden. Wer Standtechnik, Schritte und Körperhaltung langsam beherrscht, kann nun zu den ersten Schlagtechniken übergehen. Hierfür gibt es ebenfalls genügend Vorlagen im Netz. Punkt. Empfehlung der Redaktion: Beginnt bei Faustschlägen mit dem Gerade. Ganz wichtig, auch bei Schlägen muss stetig auf Stand, Deckung und Körperhaltung, denn die Kraft kommt im Erausein im Zusammenspiel des gesamten Körpers. Punkt. Nur so kann die optimale Schlagkraft erreicht werden. Wenn mit einem Partner trainiert wird, kann leicht in die offenen Hände des Gegenübers geschlagen werden. Hier wird immer über Kreuz geschlagen. Punkt. Also beispielsweise die linke Faust in die linke Hand des Gegenübers. Kampfsport während des Corona-Lockdowns: Auch das Ausweichen will trainiert sein. Um nach dem Corona-Lockdown auch im Boxstall eine gute Figur zu machen, ist es wichtig, auch das Ausweichen zu trainieren. Wie bei fast jeder Technikübung kommt es dabei darauf an, sie nicht nur immer weiter zu perfektionieren, sondern auch im Unterbewusstsein zu. Natürlich könnt ihr sowohl das Ausweichen als auch das sogenannte Abtauchen und so weiter wieder mit eurer Partnerin oder eurem Partner trainieren. Aber auch ohne lässt es sich super in den eigenen vier Wänden trainieren. Punkt. Hierfür kann beispielsweise ein Seil im Raum gespannt werden, unter dem anschließend durchgetaucht. Um das Ausweichen zu trainieren, kann er im Boxhandschuh werblich Erlenkehen in der Schnur an die Decke gehängt werden. Wer keinen Handschuh hat oder kein Geld ausgeben möchte, kann auch einfach eine Socke mit Reis füllen und mit einem stabilen Seil an der Decke befestigen. Durch den Corona-Lockdown: Ausgiebiges Dehnen zum Ende bringt Entspannung für Muskeln und Kopfarmen. Der eures Trainings solltet ihr euch ausgiebig. Das ist gut für Körper und Geist. Punkt. Gerade im Corona-Lockdown kann man sich hierbei etwas Zeit für sich nehmen.
neben klassischen den Übungen, könnt ihr auch Yoga-Übungen machen. Punkt. Wer sich überlegt, längerfristig Kampfsport zu machen, sollt eh sich überlegen, folgende Dinge anzuschaffen: Bandagen, werblicher Link vor allem im Kick- und Thai-Boxen. Boxen oder Erg 1 benötigt Handschuhe je nach Kampfsportart, Schienbein schon an, nur bei Karate, K1, MMA, Kick- oder Thai-Boxen, Springseil, Zahnschutz, Lukas, DS-Teil des bundesweiten Nippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.